Ja, und wir zeigen Ihnen jetzt Ausschnitte aus einer Pressekonferenz der internationalen UN-Untersuchungskommission für die Ukraine mit der Vorstellung eines umfassenden Berichts. Denn seit über 2 Jahren dokumentieren unabhängige Experten akribisch Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in der Ukraine. Im untersuchten Zeitraum reiste die Kommission 16 Mal in die Ukraine und besuchte 34 Siedlungen in 9 Provinzen. Wir haben in diesem Rahmen 816 Menschen interviewt. Die Ermittlungen der Kommission sind ein fortlaufender Prozess. Der aktuelle Bericht fokussiert sich auf 3 Aspekte: die systematische und weit verbreitete Anwendung von Folter gegen ukrainische Kriegsgefangene, die schweren Konsequenzen für Zivilisten durch die Kämpfe und die Belagerung von Mariupol und Angriffe gegen kulturelle Einrichtungen, historische Städte und die Beschlagnahme von Kulturgütern. Die Kommission hat weitere Fälle von Folter durch russische Behörden ermittelt. Im aktuellen Mandat ging es um Folterfälle in 11 Hafteinrichtungen, 7 in Gebieten unter russischer Kontrolle in der Ukraine und 4 in der Russischen Föderation. Die Opfer sind Männer und Frauen, die Mehrheit 21 bis 28. 50-jährige Männer. Die neuen Beweise unterstreichen die vorherigen Feststellungen, dass die Folter durch russische Behörden in der Ukraine und Russland weit verbreitet und systematisch stattfindet. Die jüngsten Ermittlungen konzentrierten sich auf Fälle von Foltern von ukrainischen Kriegsgefangenen. Die Opfer berichten von rücksichtslosen, brutalen Angriffen und langfristigen Schmerzen in den Haftbedingungen. Und dies unter eklatanter Missachtung der Menschenwürde. Letzten Endes führte dies zu langfristigen physischen und psychologischen Traumata. Ein Soldat wurde in mehreren Hafteinrichtungen festgehalten und er berichtet von seinen Erfahrungen in dem Ort in der Region Donskoi Tula. Er wurde dort mehrmals gefoltert und erlitt letzten Endes Knochenbrüche, hatte abgebrochene Zähne und einen verletzten Fuß. Ich verlor jeden Willen zu leben, berichtete der Soldat. Er hatte versucht, sich selbst zu töten, aber es wurde weiter Folter ausgeübt. Im Anschluss daran wurde der Soldat 36 Mal ins Krankenhaus eingewiesen. Zur Belagerung von Mariupol. Der Bericht beschreibt die weitreichenden Folgen der Kämpfe für die Zivilisten und dies seit Beginn des Konflikts bis Mai 2022. Die Menschen berichten von untragbarem Leid durch die Bombardements und Luftangriffe, die letzten Endes zu weitreichendem Tod, Verletzung und Zerstörung führte. Menschen, die interviewt wurden, berichten von zahlreichen Leichen auf der Straße, in den Trümmern ihrer Häuser und den Krankenhäusern der Stadt. Die Kämpfe in Mariupol haben mindestens 58 medizinische Einrichtungen zerstört oder beschädigt, laut aktueller Daten. Eine Frau, die zu Fuß ins Nachbardorf floh, beschrieb die allgemeine Lage in Mariupol als absolute Hölle und äußerte somit die allgegenwärtige Angst. Ich komme nun zum dritten Bereich, den der Vorsitzende erwähnt hat. In diesem Bericht hat die Kommission zum ersten Mal Angriffe durch russische Behörden festgestellt auf Kulturstätten und die Beschlagnahme von Kulturgütern. Wir haben herausgefunden, dass im Sommer 2023 die russischen Streitkräfte willkürliche Angriffe in Odessa durchgeführt haben auf
zahlreiche Gebäude und die Kathedrale im historischen Zentrum. Diese Gebäude stehen unter besonderem Schutz, unter humanitärem Völkerrecht und sind Teil des kulturellen Erbes. Die Kommission hat ebenso Informationen gesammelt zur Beschlagnahme kultureller Güter durch die russischen Behörden. Kulturgüter wurden aus dem Kunstmuseum Cherson abtransportiert und Dokumente aus den Staatsarchiven in Cherson wurden entfernt und im Herbst 2022 in die Krim gebracht. Somit verstoßen die russischen Behörden gegen humanitäres Völkerrecht und begingen das Kriegsverbrechen der Beschlagnahmung von Gütern des Gegners. Die Kommission ermittelte außerdem Fälle von Vergewaltigung und anderer sexueller Gewalt gegen Frauen unter Bedingungen, die letzten Endes ebenso zu Folter führten. Es geht auch um Folter mit sexuellem Ausmaß und Bedrohung von Vergewaltigung gegen männliche ukrainische Kriegsgefangene. Die Kommission ist besorgt wegen der Verwendung von Explosivwaffen in dicht bevölkerten Gebieten. Russische Streitkräfte treffen häufig nicht ausreichend Maßnahmen, um zu überprüfen, ob die Ziele zivil oder militärisch sind. Über 2 Jahre dieses bewaffneten Konflikts zeigen, inwiefern diese Anforderung zwischen militärischen und zivilen Zielen zu unterscheiden, missachtet wird. Und dies wurde bereits zuvor von der Kommission hervorgehoben. Die Kommission ermittelt weiter Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Abtransport von Kindern aus der Ukraine in die Russische Föderation oder in russisch besetzte Gebiete in der Ukraine. Im aktuellen Bericht geht es um eine Gruppe von 46 Kindern, die aus einem Kinderheim in Cherson auf die Krim transportiert wurden. Und es wurde festgestellt, dass dies kein temporärer Aufenthalt war und dass es sich um Kriegsverbrechen handelt. Also schwer auszuhalten bisweilen, aber umso wichtiger, die Kriegsverbrechen, die Russland an den Menschen in der Ukraine begeht, zu dokumentieren.